Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute auf dem Yamaoka Anwesen zusammen mit der Hexe. Und ich habe wieder drei schöne Perks mitgenommen: Aufgezehrte Hoffnung, Geflüster und Ausrüstungsspezie. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Fallen platzieren, Leute. Wir haben ja sehr, sehr viele Fallen parat, also 9 Stück, beziehungsweise 10 Stück insgesamt. Und ich habe 2 Addons mitgenommen: einmal, dass ich die Falle schneller platzieren kann und einmal, dass ich mich aus weiterer Entfernung hinteleportieren kann. Ich glaube, das soll erstmal alles gewesen sein. So, da wird schon kräftig gearbeitet. Zack. Sehr schön. Perfekt. Erster Treffer. Und da hinten ist einer weggerannt. Ich habe schon gesehen. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Falle bei dem Gen legen. Aber irgendwie kam es gar nicht dazu. Moment, Moment. Die wollte mich gerade austricksen, oder? Ja, ja, ja. Nia, ich weiß, was du machen willst. Ich weiß, was du machen willst. So. Sehr schön. Perfekt. Sehr schöne Kiste. Super gemacht. Dann gehen wir einmal rüber. Und, heben diese doch gleich mal geschwind auf, beziehungsweise Claudette ist ja auch noch in der Mache. Deswegen einmal einen Schlag für die Claudette. Und dann suchen wir mal die Nia. Die müsste doch hier irgendwo sein, oder? Da ist sie. Mein Gott, ganz versteckt im Gras. Ich habe sie fast nicht gesehen. WTF? Was war das denn? Hä? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die hat sich von mir gelöst, aber doch nicht. Doch nicht. Irgendwie war das nur so ein Täuschungseffekt. Kann das sein? Also irgendwann war mir das jetzt nicht so ganz geheuer. Muss ich definitiv zugeben. So, da hinten hat es gescheppert. Da ist die Mac. Die verfolgen wir doch gleich mal. Solange die noch hier rumstreift, können wir sie doch ganz, ganz lockerlässig verfolgen. Hat die mich jetzt wieder ausgetrickst? Moment, da ist Claudette. Claudette, ich höre doch deine Schreie. Aber die Hexe ist ziemlich klein. Also mit der Hexe kannst du wirklich fast nichts überblicken. Und das finde ich eben ein bisschen schade an der Hexe. So, da ist... Boah, mein Gott, die sind ja alle wieder auf einem Haufen. Leute... Ja, das war ein bisschen blöde. Das war ein bisschen blöde, wollte ich gerade sagen, aber es hat trotzdem geklappt. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ich lasse mich nicht nochmal blenden. Weil dieses Blenden habe ich echt satt mittlerweile. So, perfekt. Falle platzieren. Und dann gucken wir doch mal, wo der Kollege ist. Der müsste ja im Endeffekt eigentlich genau hinter mir gewesen sein. Okay, ist er doch nicht. So, an dem Gen wird auch noch gearbeitet. Habe ich Ruin überhaupt mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso habe ich denn keinen Ruin mitgenommen? Ich wollte gerade sagen, irgendwie Ruin ist ja noch aktiv, aber ich habe ja gar keins dabei. Mein Gott, Dan, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? So, da hinten wird, glaube ich, gleich gerettet. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mal da jemanden laufen sehen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da. Ich habe es doch gewusst, dass hier jemand ist. So, Mac, was machen wir? Was machen wir? Rennen wir erstmal ein bisschen weg? Ja. Können wir gerne tun, können wir gerne tun. So, die wird jetzt gleich drüber springen, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Oh mein Gott, doch, sie wird drüber springen. Ich habe sogar richtig gelenkt, aber irgendwie habe ich den Schlag trotzdem nicht gelandet. Schade eigentlich. Wirklich sehr, sehr schade. So, komm schon, komm schon. Sehr schön, erster Treffer. So, da wurde gerettet. Ich muss mich teleportieren, Leute. Ich muss mich teleportieren. Ah, hat nichts gebracht, hat nichts gebracht. Dafür war ich leider ein bisschen zu spät dran. Schade. So, Claudette, ich niete dich jetzt einfach mal um. Lass dich aber dann liegen, weil du hingst ja gerade am Haken, deswegen, ich bin ja nicht so fies. So wie die anderen Killer, ne, die hier nur tunneln und so. Ich lass dich jetzt einfach liegen. Und dann kannst du gerne gucken, was du noch machst. So, platzieren wir einfach mal hier eine Falle. Da hinten der nächste Gem wurde repariert. Wahnsinn, die sind wirklich sehr, sehr schnell. Oh mein Gott, Mist. Mist, hätte klappen können. Hätte klappen können, aber der weicht wirklich sehr, sehr gut aus. Vor allem, die haben beide eine Taschenlampe dabei. Wo ist er hin? Hä? Okay. Boah, ist der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Also ich komme ihm fast gar nicht hinterher. So, da ist er. Jetzt aber. Sehr schön. Endlich mal den ersten Treffer gelandet, Leute. Ich habe immer noch Heimspiel irgendwie. Immer noch Heimspiel. So, ich habe 10 Fallen noch parat. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich... Oh Mann, sie haben meine aufgezehrte Hoffnung verbraucht. Beziehungsweise weggemacht. Boah, ich stecke schon wieder fest. Ja, toll. Als ob. Oh, das war... Hätte klappen können. Hätte klappen können. So, jetzt komm aber her. Jetzt komm aber her. Jetzt bist du fällig. Jetzt bist du fällig, Kollege. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wieso verfehle ich den jedes Mal? Was macht denn der anders, was die anderen nicht können? Na, er läuft einfach immer so Schlangenlinien. So ganz... Richtig, richtig seltsam. Aber dadurch entkommt er mir. Aber wirklich eine sehr, sehr gute Taktik. Muss man ihm ja lassen. Muss man ihm lassen. Ich bin schon wieder viel zu lange beschäftigt. Jetzt aber. So, sehr schön. Da war noch die Nia. Ich habe sie gesehen. So, Nia. Und zack. Sehr geil. Und jetzt heben wir dich aber hoch.
Jetzt heben wir dich aber hoch, weil du wirst jetzt nämlich am Haken landen, weil du gehst mir auf die Nerven. Ganz, ganz, ganz sicher gehst du mir auf die Nerven. So. So, Falle platzieren. Bringt mir zwar nichts, wenn die eine Taschenlampe haben. Wenn sie nämlich keine hätten, würde es mir eher was bringen. Weil die könnten nämlich meine Fallen so wegleuchten. Aber gut, aber gut. Versuchen wir trotzdem unser Glück. So, platzieren wir hier auch mal eine. Kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir doch mal, wo die Mia ist. Die müsste eigentlich noch hier in der Nähe sein. Also ich denke mal nicht, dass die jetzt hier weggerannt ist. Glaube ich eigentlich weniger. So, habe ich da hinten was gesehen? Ich glaube ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Gerade Spuren, okay. Okay, da ist die Nia. Sehr geil. Perfekt. Nia. Aber die Nia ist wirklich sehr, sehr weit weggerannt. Das muss man ihr lassen. Das muss man ihr lassen. Sie ist echt weit weggerannt. Ich dachte eigentlich, die ist irgendwo noch da vorne zugange, aber nein. So, Falle hin. Sehr schön. Und dann gehen wir einfach mal wieder nach vorne. Moment. Da habe ich gerade Spuren gesehen. So, da ist schon wieder dieser Kamerad. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ihn nochmal... Ja, perfekt. So, aber ich lass dich liegen. Ich lass dich liegen. Du kannst hier gerne machen, was du willst. Hauptsache, du liegst nochmal und machst dir keinen Ärger. So, ich will da hinten nochmal an den Jen gucken, weil den will ich eigentlich austreten. Der ist jetzt auch schon bis zur Hälfte ungefähr. Also könnte man eigentlich austreten. Mache ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. So, weiter geht's. Wo sind die restlichen Überlebenden? Der eine liegt ja noch da vorne irgendwo. Hier. Moment. Schreit der wirklich so wie ein Mädchen? Okay. Oh mein Gott. Was war das denn? Wie hat denn der das geschafft, sich hochzuheilen? Wie hat er das bitte geschafft? Hä? Muss ich das jetzt verstehen oder nicht? Nö, muss ich nicht verstehen. Muss ich definitiv nicht verstehen. Okay, cool. Nehme ich einfach so hin, ne? Der hat sich einfach aufgeheilt. Beziehungsweise er hat wahrscheinlich nur so ein kleiner Tipper gereicht. Dass er aufgeheilt worden ist, weil der war wahrscheinlich schon voll geheilt. Also gehe ich mal stark davon aus. So, Mac. Tust du wieder rüber? Jawohl. Nochmal. Boah, aber hier ist eine blöde Stelle, ne? Ich komme da echt nicht gut rum. Ich komme echt nicht gut rum, aber gut, machen wir die Palette weg. Sonst ist es eigentlich... Ich stelle mich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht an mit der Hexe. Hätte ich mal behauptet. So, ist die jetzt einfach an mir vorbeigehuscht? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ne, Moment, da ist sie. So, da hinten habe ich ihn schon gehört wieder, ne? Er ist wieder unterwegs. So, perfekt. Falle platziert. Aber sie lässt sich nicht täuschen. Ne, sie lässt sich nicht täuschen. Sie geht nicht in die Falle rein. Sondern verschwindet hier einfach. Hä? Boah, die hauen hier immer von mir ab und ich sehe die gar nicht. Ich sehe die echt nicht, ohne Witz. So, wahrscheinlich hat sie jetzt ausgelöst, ja. Toll. Direkt vor der Palette. Ich hätte die Palette entfernen müssen. Machen wir nochmal eine Falle hin. Und die werden wir jetzt einfach gar nicht weiter jagen, weil die hält mich schon wieder viel zu lang auf. Und die haben noch zwei Gens zu machen. Also ich muss mich hier ein bisschen beeilen, Leute. Ich stehe etwas unter Zugzwang. Fällt mir gerade auf. Deswegen muss ich mich jetzt hier ein bisschen beeilen und kann mich jetzt nicht von allen so ablenken lassen. Von allem und jedem. So, Palette weg. Sehr schön. Ich glaube, im Haus war noch ein Gen, oder? So, wie weit ist der Gen? Okay, da wird gearbeitet. Schon wieder der hier. Schon wieder der hier. Soll ich ihn nochmal hinhängen? Ich weiß es nicht. Doch, komm. Machen wir eine Falle. So, was hast du vor? Hm? Ja, sehr schön. Hat geklappt. Genau so, wie ich das wollte, Leute. Genau so, wie ich das wollte. Ne, einfach eine Falle hinter einer Palette platzieren und wenn der sich da rüber traut irgendwie oder rüber huscht, dann ist natürlich der Teleport ist natürlich am Start. Sehr schön. So, den Gen trete ich jetzt auf jeden Fall erstmal aus. Moment, Moment. Ich muss ja noch eine Falle platzieren, ne? Habe ich ja ganz vergessen in all diesem Hack-Mack. Deswegen unbedingt immer dran denken, Leute, Fallen zu platzieren. Unbedingt dran denken. So, weg mit dir. Sehr schön. Und dann hier kaputt machen. Dann ist die Palette wenigstens auch mal aus dem Spiel. Also die Palette ist wirklich sehr, sehr gefährlich. So, da hinten wird nicht Doch, da vorne wird gearbeitet, okay. Aber ein bisschen zu weit weg, ne? Bisschen zu weit weg. Also da komme ich jetzt auf jeden Fall nicht so schnell ran. So, okay. Ausgänge sind bereit. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Falle hin. An diesen Ausgang. Und husch dann einfach gleich mal zum nächsten.
Weil ich denke. Oh, doch, da waren gerade Spuren. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich denke, sie werden ihn retten. So, Nia. Sehr schön. Sogar mit Erblindung habe ich sie getroffen. Ist das nicht geil, Leute? Sehr geil. Perfekt. Ich hätte eigentlich noch Noed mitnehmen sollen, ne? Noed hätte ich mir eigentlich noch gönnen können. Definitiv. So, da hinten kracht's und tut's und macht's. Oh mein Gott, Leute. Also, solange ich jetzt ein Opfer bekomme, ist mir das eigentlich relativ egal, wie die Runde jetzt zum Schluss für mich laufen wird. Aber bisher habe ich mich eigentlich ganz gut angestellt. So, die erste ist down. Und da ist Claudette. Wenn Claudette hängt, ist sie auch down. Sehr schön. Und umdrehen. Boah, das war gut. Das war eine gute Falle. Sehr, sehr gut platziert vorher. Habe ich eigentlich nicht gedacht, dass da noch jemand in die Falle reintappt. Aber wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt. So, aufheben. So, und dann weg hier. Weg hier. Ganz schnell einen Haken suchen. Ganz, ganz schnell. Weil ich habe nämlich gar keine Zeit. Die anderen zwei werden es wahrscheinlich jetzt rausschaffen. Also Nia und... Ich weiß gar nicht, wer das war. War das Ace? Bin mir jetzt da nicht sicher. Oh, Moment, Moment. Moment. Sie ist ja noch gar nicht tot. Okay, komisch. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es so ist. Aber gut. Aber gut. So, da hinten das Ausgangstor ist, glaube ich, nicht angefasst worden. Sondern eher das hier. Weil die hätten jetzt auch genug Zeit. Nee, hier ist noch gar nichts passiert. Na gut, machen wir eine Falle hin. Also das Spiel ist noch nicht vorbei, Freunde. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Sehr schön. So, ich weiß jetzt nicht, wen ich mir schnappen soll. Die Mac oder den anderen. Die andere. Claudette. So, ich habe ihn schon gehört. Er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Sehr schön. So, haut ab, komm. Raus mit euch. Zack. So, und jetzt fehlt nur noch Claudette. Ich weiß jetzt nicht, was sie macht. Ich weiß nicht, was sie machen wird. Also, entweder hält sie sich jetzt auf und kommt dann hierher. Da ist Claudette. Sehr schön. Sie ist mir voll in die Arme gelaufen. Aber mal richtig, richtig extrem. Hätte ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die mir noch in die Arme läuft. Moment, war da oben nicht ein Haken? Ja, natürlich. Natürlich, auf dem Berg ist eigentlich fast immer ein Haken, gell? Und somit hätten wir zwei erwischt. Zwei sind leider geflüchtet, aber Leute, es war auf jeden Fall eine gute Runde. Es war auf jeden Fall eine gute Runde, kann man nicht meckern. Wir haben mit der Hexe eigentlich fast alles rausgeholt, was geht. Wir haben sehr viele Fallen platziert und wir haben sogar zwei Leute komplett erwischt. Und das und so und nicht anders wird's gemacht. Ja gut, man könnte es noch ein bisschen besser machen. Aber ich bin mit der Leistung zufrieden. Ich hoffe, ihr natürlich auch, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das genauso seht. Und wir haben sogar einen Pip gemacht. Sehr schön. Übrigens, der Freitag, beziehungsweise der Freitag, der 13. sage ich schon. Der 13. Der wird ja immer der Rang neu gespawnt. Oh mein Gott, die waren fast alle besser als ich. Außer einer. Am 13. wird ja immer wieder resettet, der Rang. Aber bei mir hat es diesmal auf dem PC hat's wirklich gar nichts gemacht. Also Überlebender immer noch Rang 12 und Killer immer noch Rang 13. Das hat mich natürlich heute sehr gefreut. Gut, meine Freunde, damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder von Dead by Daylight. Macht es gut und bis bald.